Goldfisch-WG ist eine bunte Truppe mit verschiedenen Handicaps. Da gibt es zum einen die Magda, dann gibt es die Franzi, dann gibt es den Raymond und dann gibt es den Michi, der gar nichts sagt. Dann gibt es Eddie, den Pfleger, der Laura das Leben schwer macht. Und dann gibt es Oliver. Oliver ist natürlich so ein bisschen das Chaos-Element. Also die Gruppe an sich ist schon chaotisch genug. Hoppala. Aber als er da reinkommt, geht er erst das ganze Dilemma los. Ich glaube, da will jemand was von Ihnen. Hm? Ist es selbst. Das ist nur die Putzkolonne. Ja, hier bitte später wischen. Danke, aber mal eine machen. Ja. Die Produzentin Justina Misch hatte eine Grundidee zu dem Film. Das Thema war positive Diskriminierung. Natürlich ist es auch irgendwo eine Gesellschaftskritik, ganz klar. Aber die ist halt mit so viel Humor verpackt. Wir versuchen da wirklich ganz ernsthaft, aber auch witzig mit umzugehen. Ich hab, auch wenn man das vielleicht nicht mit mir verbindet, aber eine große Liebe zu Komödien. Frau Zetsche. Zetsche. Die. Was? Zetsche. 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 Es wird ein Riesenabenteuer und alle paar Minuten passiert etwas Unvorhersehbares. Von hier bis nach Zürich sind das nur 2 Stunden. Mann, Julius, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich 1,2 Millionen schmuggeln? Aus Olivers Sicht will er auch gar kein Abenteuer erleben, sondern er will einfach nur sein Schwarzgeld aus der Schweiz bekommen und überlegt sich dafür, so einen Behindertenausflug zu einer Kameltherapie als Tarnung zu benutzen. Die Vision bei der Besetzung war von Anfang an, dass man wirklich ein sehr ungewöhnliches Ensemble erschafft. Ich finde auch, dass der Cast irgendwie so total besonders ist, weil alle so unterschiedlich sind. Hier so bunt diese Truppe so zusammenzuwürfeln, das ist mutig, ist eine Ansage, würde ich sagen. Hat Gag-Potenzial. Wir rocken die Scheiße auch ohne Eddie und Laura. Du gibst mir 100.000 und ich mach dir das klar. Super Idee, Magda, mit einer Blinden am Steuer über die Grenze. Sehr, sehr geile Idee. Hey, du Idiot! Raymond wird fahren! Mit Tom Schilling ist das so, er ist wirklich sehr, sehr präzise mit den Vorbereitungen. Ich finde, Tom gehört an zu den wenigen Schauspielern, die den Ball immer reinschießen, egal bei welchem Film sie dabei sind. Ich habe mich sofort in das Spiel von Axel Stein zum Beispiel verliebt. Sag mal schnell, der? Morgen kommt der? Der? Kommt der Frau Schmitz. Ja. Oder Jan-Henrik Stahlberg. Jetzt mal jemand zu spielen, der überhaupt nicht reden will oder kann, finde ich total spannend. Und auch Luisa, die Franzi spielt, ich liebe meine Gruppe, über alles. Jella ist natürlich auch eine ganz großartige Zaubermaus, die einfach nur, sobald die grinst, geht die Sonne auf. Als ich dann eben gehört habe, dass ich die Rolle habe, habe ich mich dann riesig gefreut, weil es so eine große Erfahrung ist und ich muss mich eigentlich auch gar nicht so wirklich mit der Rolle mich hineinversetzen, weil ich ja eh selber das Down-Syndrom habe und eh weiß, wie das sich anfühlt. Sie spielt genau wie wir und teilweise spielt sie uns an die Wand, weil sie so gut ihr Spiel rüberbringt. Schlimmer. Wichtig sind die inneren Werte. Ich scheiße das innere Werte. Das ist einfach ein schönes Gefühl, einfach ans Set zu kommen und zu wissen, dass man die Leute kennt, dass man mit ihnen arbeitet und dass sie alle einfach offen sind. Wir sind so eine richtige Gang, würde ich sagen. Geht, glaube ich, auch von Ali einfach aus. Es ist wirklich kein Debütfilm im klassischen Sinne. Es ist ein Projekt, was ja so ein bisschen alles mitbringt, von Tieren bis hin zu einem großen, erfahrenen Ensemble an Schauspielern und über 200 Komparsen, Action, Stunts und so weiter. Das ist das Gegenteil von einem Kammerspiel. Der Ali ist wirklich mit einer der geilsten Regisseure, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte. Wir alle, wenn wir nach Ali gefragt werden, sind wir so, oh, Herzen in den Augen. Also Ali ist menschlich und von einer Qualität, was das Arbeiten betrifft, ein Geschenk. Das ist der nächste Mann am Filmregisseurhimmel. Watch out! Ich glaube, es ist ein Film, den viele verschiedene Menschen gut finden können. Ich glaube, dass der sehr, sehr lustig wird, der Film. Ich glaube, er wird auch berühren. Egal ob jung oder alt, ob Männlein oder Weiblein. Und hier kommt jeder auf seine Kosten. Definitiv. Tschetsche. Tschetsche. Sollen wir einfach Tschetsche sagen? Ja. Frau Tschetsche.